Hallo Lieben, das ist jetzt die Aufgabe, Tutorial machen für RZG und zwar für den Nahostkrieg. Jetzt, Punkt 1 ist, worum geht's? Es geht darum, nein, das gehört mir, nein, das gehört mir, nein, das gehört mir, nein, das gehört mir. Und es geht um Land. Es geht darum, dass sich zwei streiten um ein Stück Land. Es gibt dort drei Weltregionen, die sich um einen Berg streiten, und zwar sind das die Juden, die Moslems und die Christen. Die Geschichte ist so, die Bibel sagt, dass Jerusalem bzw. das Landstück den Juden gehört, steht in der Bibel so. Das heißt, es muss auch so sein für die Juden. Das heißt, sie gingen nach dem Zweiten Weltkrieg dorthin, um dort zu leben. Nur war das Land halt schon besiedelt mit muslimischer Bevölkerung. Das führte zu Streitigkeiten. Hinzu kommt, dass 1948 das gesamte Landstück noch den Briten gehörte und das war auch nicht so nice. Die Briten gaben es dann ab, der UN. Die UN hat gesagt, einfach die Stadt Jerusalem gehört nach uns und der Rest könnt ihr machen, was ihr wollt. Haben sie nicht so gesagt, aber es passierte halt leider so. Dann gab es, dass die Juden gesagt haben, dass die muslimische Bevölkerung darf nicht mehr hier leben, sie soll weggehen. Meine Meinung ist dazu, dass ich nicht verstehen kann, wie sich da drei Weltregionen nicht verstehen können und miteinander kriegen. Kann ich nicht verstehen. Weil in jedem Buch von dieser Religion steht eigentlich, man soll keine töten, man soll jeden respektieren und akzeptieren, so wie er ist. Ist meine Meinung, ich weiß. Aber ist eine Meinung, die halt auch in einem Buch steht, wo steht, dass das Land halt auch dir gehört. Jetzt, was soll man machen, was soll man tun, oder? Ist menschlich. Aber wenn man Leute umbringt und Leute unterdrückt und Leute nicht respektiert, wie sie sind, nur weil sie einen anderen Glauben haben, dann ist per se das gegen Völkerrecht. Da muss man wieder schauen, was die UN macht und die andere Weltbevölkerung, weil so ist es nicht gut. Ich hoffe für meinen Teil, dass dieser Krieg irgendwann so schnell wie möglich aufhört und dass sie eine Einigung finden, die für beide funktioniert. Weil einfach sagen, du darfst nicht hier sein oder ich will einfach hier sein, funktioniert halt leider immer noch nicht. Auch nach 56 Jahren ist jetzt dieser Konflikt schon da. Also, in diesem Sinne wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Bye bye.